Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Marco Fusaro, Geschäftsführer beim Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz und Entwickler des Kursgenerators, des KI-gestützten Kursgenerators des Bildungswerks, den ihr ja schon kennt, den ihr auch an den verschiedensten Stellen schon einsetzen konntet und immer mal wieder rumprobiert. Heute möchte ich euch zwei Einsatzmöglichkeiten präsentieren, die wir bisher noch nicht so angesprochen haben. Und ja, dazu habe ich natürlich wieder Praxisbeispiele dabei, wisst ihr. Und ihr könnt das mit euren eigenen Praxisbeispielen entweder jetzt direkt live mit ausprobieren, wenn ihr auf in eurem Browser noch ein Tab öffnet und dort eingebt www.kursgenerator.de, bekommt ihr auf unsere kostenfreie KI speziell trainiert für Sportvereins, Sportverbandsfragen, aber auch Weiterbildungsgesetz oder wie ihr Prompts generiert oder Bilder generiert. Also viele Möglichkeiten, könnt da kostenfrei mit KI experimentieren, ohne euch an irgendeiner Stelle registrieren zu müssen. Also nutzt einfach die entsprechende Plattform. Wir haben ja heute vor, uns mit dem Thema Effizienz steigern, Inhalte automatisieren zu beschäftigen und habe ja auch so ein bisschen versprochen, dass dieser Kursgenerator schon ein Stück weit die Lehre revolutioniert, insbesondere wenn es darum geht, ja, wie viel Zeit brauche ich denn, um bestimmte Dinge zu erledigen? Und ich hatte letzte Woche auch mal wieder so ein Aha-Erlebnis mit zwei Vertretern, ein Sportkreisvertreter, ein Sportverbandsvertreter, den ich unseren Kursgenerator gezeigt habe. Und das Verrückte war, also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von den Sportarten. Das eine ging es um BMX, das andere ging es ums Ringen. Und da haben wir sozusagen mit Fragen, die die zwei gestellt haben, weil die waren ja vom Fach, haben wir unsere KI getestet. Und die hatte also unseres Wissens nach noch nie unsererseits irgendwie ein Training speziell auf BMX oder Ringen durchlaufen und hat, also er war fast erschrocken, wie schnell das ging, Inhalte zu generieren, insbesondere auch für Quizze und so. Und das schauen wir uns heute jetzt auch gleich mal an. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar natürlich nicht aus irgendeinem Grund, sondern ich habe das Beispiel HIT genommen, also ihr kennt das. AIIT, das steht ja für so ein kurzes, knackiges, effektives Training, also Abkürzung hochintensives Intervalltraining. Ja? Und ich habe das natürlich jetzt nicht ohne Grund genommen, sondern HIT ist unser aktuelles Thema bei den Praxisimpulsen, kennt ihr ja auf meinem Bildungswerk Sport, könnt ihr kostenfrei, einmal im Monat gibt es da neue Themen, die bearbeitet werden, in diesem Monat September eben das Thema HIT, kurz, knackig, effektiv und natürlich haben wir da Input gegeben. Naja, da habe ich bei mir gedacht, wenn wir das Thema schon in den Praxisimpulsen haben, dann lasst uns das Thema doch auch aufnehmen heute bei 45 Minuten KI für deinen Sportverein. Und ich wechsle einmal die Ansicht, gebe dann meinen Bildschirm frei und zeige euch mal anhand erstmal so von verschiedenen Texten, die ich schon mal vorgeschrieben habe, damit ihr nicht seht, wie sehr ich mich vertippe, wie wir für verschiedene Niveaus zum Beispiel Inhalte generieren können. Und einen Moment, ich gebe meinen Bildschirm frei. So, da ist es geschehen. Ihr seht, wir sind hier im Kursgenerator und zwar in der Variante. Und wir sehen, jetzt haben wir schon 7 innovative Optionen, 5 Varianten plus 2 Tools. Ja, ganz frisch der Hashtag-Generator, den habe ich auch schon mal vorgestellt. Mal sehen, was wir in der Zukunft noch entwickeln. Aktuell fiebern wir auf den Weiterbildungspreis hin und hoffen, dass wir mit dem Kursgenerator einen der Preise gewinnen können. Hoffen wir drauf. Mal sehen. Wir geben uns Mühe und ja,
ihr könnt uns die Daumen drücken. Also ich wähle hier die Variante freie Texteingabe, weil wir da zum Beispiel Details wie Kursziele, Zielgruppe oder spezielle Anforderungen eingeben können, beziehungsweise eine ganz andere beliebige Aufgabe formulieren können. Und dann wird das analysiert und wir kriegen eine Lösung dieser Aufgabe. Und hier geht es schon, ne? Wie schreibe ich es? Ja, also hier bewegen wir uns mit unserer KI-Umgebung, also mit unserem KI-gesteuerten Chat. Und in einem anderen Fenster hier habe ich meine kleine Aufgabenstruktur skizziert, was ich euch heute zeigen möchte, wie das Ganze funktioniert. Ich werde gleich noch eine Sache, glaube ich, ergänzen. Habe ich schon gesagt, habe ich natürlich nicht zufällig gewählt, dann ist es das aktuelle Thema unserer Praxisimpulse. Und ich habe jetzt hier, na klar, vielleicht haben wir eine Vorstellung vom Thema HIT, aber ist klar, je nachdem, wen ich vor mir habe, sollte ich das Thema eben unterschiedlich aufbereiten. Ja? Und ich könnte jetzt zum Beispiel so anfangen, erkläre das Thema HIT für erfahrene Lizenztrainer. Ich kopiere mir das mal raus und setze das dort ein. Ich hätte es aber auch schreiben können, ich hätte es auch hier sprechen können, dann wäre das auch gegangen. Also ich kann auch mit dem Tool sprechen. Und dann bekommen wir eine Antwort für erfahrene Lizenztrainer. Ja, die davon eben ausgeht, bist du wahrscheinlich bereits mit den Grundlagen von HIT vertraut. Daher möchte ich mich auf fortgeschrittene Aspekte konzentrieren, die in der Gestaltung von Objekt von HIT-Sessions besonders relevant sind. Ja, und dann bekommen wir sozusagen, also nur mit dem Hinweis, dass wir das Thema für erfahrene Lizenztrainer erklärt haben möchten, etwas spezifischere Informationen und ja, auch in der Wortwahl. Wir sehen hier, es geht von maximalen Herzfrequenzen aus und insgesamt eben anspruchsvoller formuliert. Ich mache das Gleiche mal, erkläre das Thema HIT für C-Trainer auf Anfängerniveau. Also ich habe gerade meine Lizenz erworben, ja, und habe noch nicht so viel Erfahrung. Ja. Und da wird eben Wert drauf gelegt, dass eben die Grundprinzipien von HIT verstanden werden, um sie deinen Trainierenden sicher und effektiv vermitteln zu können. Ja. Und da wird eben etwas niedrigschwelliger, ja, die Information gegeben. Also wie sieht die Struktur eines typischen HIT-Trainings aus mit dem Aufwärmen, Intervalle, Abkühlen, ja, wichtige Hinweise für das Training werden gegeben. Und nochmal die Vorteile besprochen. Also all das, wo man bei den erfahrenen Trainern eigentlich schon drüber hinwegsehen kann, weil das ist klar, dass da bestimmte Strukturen sein müssen. Aber ihr merkt jetzt, wie schnell das geht, wie lange hättet ihr gebraucht, das zu recherchieren, dann in eure Worte zu fassen und dann noch sozusagen das Niveau selber abschätzen zu müssen, was jetzt angemessen ist oder nicht. Und ich mache das Gleiche jetzt nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Seniorengruppe habe oder es in meinem Sportverein für Senioren anbiete, welche Informationen ich da zur Verfügung stellen muss, damit jemand, der sich dafür interessiert, das einordnen kann. Das Praktische ist, ich muss jetzt nicht tippen, ich habe es halt einfach, ne, vorgeschrieben. Aber ihr seht, hier rechts läuft ja immer die Zeit mit. Wir sind gerade bei 11 Sekunden, 12 Sekunden, 13, 14. Jetzt haben wir eben gerade gesehen, in 30 Sekunden
war das der Fall. Ja, jetzt habe ich also hier das Thema für Seniorinnen und Senioren erläutert. Ja, Sicherheitstipps. Jetzt würde ich zum Beispiel reingehen und sage, erstelle mir für die Zielgruppe Senioren, die gerade mit dem Sport beginnen wollen, eine Veranstaltungsveröffentlichung zum Thema HIIT. Ja, und dann merken wir, naja, es dauert ein bisschen, bis er das sich sortiert hat. Ja, und so bekommen wir eine zielgruppenspezifische Ausschreibung für ein bestimmtes Thema. Also ich mache nicht einfach nur, ich möchte eine Kursausschreibung zum Thema HIIT, sondern ich gebe eine Zielgruppe mit und dann generiert mir die KI eine passend zur Zielgruppe, ja, relevante Ausschreibung. Das ging, haben wir hier oben schon gemerkt, ne? Je nachdem, wie ich frage, also für wen er zum Beispiel das Thema erklären soll, werden unterschiedliche Informationen gewählt. Ich könnte jetzt sogar hingehen und sagen, das probiere ich jetzt mal aus. Kann ich einfach da hinten runter, ne? Erkläre das Thema jetzt so, das ist auch 10. Ja, wir sind in der Erwachsenenbildung, aber trotzdem sind es auch 10-jährige Schüler verstehen können. Ich bin gespannt, was da passiert. Vielleicht sagt er, für Kinder ist das gar nicht so gut geeignet. Ah, jetzt gucken wir mal an, das geht schon, ne? Also die Sprache ist schon eine ganz andere Geschichte. Ich scroll gleich wieder hoch, das merken wir, ne? Ist da noch dran. Gehen wir gleich mal zusammen durch. High Intensity Training oder einfach gesagt, HIIT ist eine besondere Art von Turnübung, die man wie ein Spiel spielen kann, bei dem man schnell rennt und dann wieder langsamer geht. Stell dir vor, du machst einen Wettlauf mit deinem Freund, du rennst so schnell wie du kannst, bis zum nächsten Baum, dann gehst du langsam bis zum nächsten Zaun um ein bisschen und dann springst du wieder los. Das machst du immer wieder und das ist im Grunde, was wir bei HIIT machen. Warum machen wir das? Ja, wie sieht ein HIIT aus? Pause machen, das wiederholen. Mach's mit Musik, trink genug Wasser, hör auf deinen Körper. Ja, wunderbar, eben für 10-Jährige. Und jetzt das, was wir noch viel zu selten im Sport machen, wo wir absolut nicht inklusiv sind, das Thema zum Beispiel in einfacher Sprache zu formulieren. Das Thema HIIT in einfacher Sprache. Ja, dann merken wir, es gibt kurze Sätze, einfache, kürzere Teile. Wie macht man HIIT? Aufwärmen, bevor man sollte sich aufwärmen. Ja. Ja. Und so können wir uns überlegen, auf welchem Niveau sprachlich, aber auch von der Zielgruppe her, wir uns da ja, in Veröffentlichung gehen möchten. Ich war jetzt gerade schon so dabei zu sagen, erkläre das Thema HIIT. Aber das kann ich nicht mehr überprüfen. Mal sehen, ob er das kann. Erkläre das Thema HIIT auf Italienisch. Muss ich gleich meiner Freundin mal zeigen, weil die ist Italienischlehrerin
Und die kann beurteilen, ob die Übersetzung korrekt ist. Müsste ich das eigentlich mal so fast abfotografieren und ihr das per WhatsApp mal schicken. Dann kriege ich relativ schnell wahrscheinlich eine Antwort. Ihr seht, ich nehme mir einfach meine Kamera. Zack. Und schickt ihr das per WhatsApp, wie man das so macht, ne? Heutzutage. Und dann werden wir vielleicht gleich eine Antwort bekommen, ob das stimmt. So. Das wollte ich euch damit zeigen. Ich kann also auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in mehreren Sprachen mein Angebot machen möchte, weil ich vielleicht eine Migrationssituation in unseren Veranstaltungen habe oder im Brennpunkt bin oder wir jetzt irgendwie einen Schüleraustausch haben oder eine Begegnung mit ja, sie hat das schon gesehen, weil ich sehe sie nämlich draußen sitzen, hat gerade schon ihr Handy gedreht, um den Text zu lesen. Mal sehen, ob da gleich was kommt. Können wir also mit der KI für unsere Partnerinnen und Partner in den Austauschprogrammen ebenfalls die Information rübergeben und schnell komplette Texte übersetzen. So, jetzt haben wir also hier einfach mal schon gezeigt, und ich gucke immer mal auf mein Handy, vielleicht gibt es nämlich gleich eine Antwort. Aber vielleicht fragt sich erstmal, was Hit ist. Ja. Das Gleiche können wir nämlich auch mit unterschiedlichen Niveaus für entsprechende Fragen machen. Ja, und wenn wir, das kennen wir, sagen wir mal, von irgendwelchen Quiz-Sendungen, solche Single-Choice-Quizze, ne? Da kriegt man eine Frage gestellt und dann irgendwie drei, vier Antwortmöglichkeiten. Wenn man es nicht weiß, ist es meistens B, gell? kennt ihr? Ja, und so kann man sich also auch fragen, entweder zum Beispiel, um mal rauszukriegen, wie viel wissen meine Teilnehmenden, also im Trainerniveau, auch für Abschluss. Prüfungen auf verschiedenem Niveau, aber auch sagen wir mal für Teilnehmende eines Kurses immer mal wieder interessant, zwischendurch ein kleines Quiz zu machen oder eben, das haben wir eben gerade gleich gemacht, also wir sind ja nur bei den Senioren, dann sind wir zu den Kindern gekommen, vielleicht auch für Leute, die in der betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeiten, in Unternehmen, die sag mal, wissen müssen, ist es wichtig oder nicht, um dann zum Beispiel gute Entscheidungen treffen zu können. Ja, ich glaube, jetzt macht sie die Aufgabe zu ernst. Das dauert nämlich recht lange, jetzt nimmt sie es sehr ernst. Also die Sache mit der guten Übersetzung. Gucken wir uns also mal an, was passiert. Ich habe mir das hier vorgeschrieben. Erstelle mir 5 Single-Choice-Fragen zum Thema Hit für Teilnehmende auf deutschem A-Trainer-Niveau. Bin wieder faul, ne? Ich kopiere mir das raus. Hier lösche ich mal den Text und kopiere das hinein. Einmal Auge mal nach links. Ja, und jetzt bekommen wir für ein kleines Quiz 5 Fragen generiert, natürlich die richtige Antwort unten drunter jeweils benannt, falls wir es selber nicht wissen sollten, ne? Aber immer dran denken, wenn ihr von irgendwas keine Ahnung habt, solltet ihr natürlich auch ein bisschen die Finger von lassen und das nicht einfach ungeprüft übernehmen. Denn KI macht ja textliche Vorschläge. Das muss dann schon immer noch mit eurer Expertise so ein bisschen abgeglichen werden.
Wichtig hier ist einfach der zeitliche Vorteil, der sich hieraus ergibt. Ja, also ihr habt das viel schneller geschrieben oder entwickelt. Wenn ich jetzt den Text haben möchte, dann gehe ich hier rechts oben, ist eine kleine Kopierschaltfläche. Und dann sagen wir, öffnen wir Word. Legt ein leeres Dokument an. Und hätte hier schon mein richtiges Quiz. Wenn ich es austeile, würde ich natürlich jeweils die richtige Antwort unten wegnehmen. Ah, ich sehe, sie schreibt. Dann kriegen wir gleich eine Antwort, wie gut die italienische Übersetzung war. Ich könnte jetzt natürlich hier nochmal sagen, damit zufrieden sein. Oder ich schreibe, die Fragen waren zu leicht. Aber jetzt gibt es ein bisschen schwierigere Fragen. Oh, es gibt eine lange Antwort. Und wie das so ist, wenn man irgendwie für irgendwas Mensch ist und verantwortlich, dann könnte das sein, dass die KI dann natürlich nicht gut genug ist. Ziemlich gut, würde nur den Artikel I vor den Zeitangaben 20-30 Minuten weglassen. Das heißt, sie würde nur einen Artikel bei den Zeitangaben weglassen. Darüber kann man hinwegsehen, wenn man jetzt zum Beispiel Austauschschülerin, Austauschschüler oder also sein Partnerverein aus Italien, ne? Also Trier hat ja irgendwie Ascoli Piceno als Partnerstadt, aber auch französische Partnerstädte. Viel schnell kann man da jetzt tolle Materialien für seine, also im zweisprachigen Bereich zur Verfügung stellen. Ja, wie sagt ja einer immer im Social Media, wie geil ist das denn? So schnell geht das. Also ich habe jetzt hier 5 neue Fragen bekommen. Anspruchsvoller. Richtige Antwort B. Ich habe C. Das ist ja eine schräge Ausschüttung. Jetzt könnte ich wiederum angepasst, zielgruppenmäßig angepasst, erstelle mir, manchmal sagt man Lern-Nuggets dazu, das sind so kleine Teile, aber kennt ihr so, ne? Gold-Nugget, also so ein kleines Stückchen, ne? Erstelle mir die notwendigen, oder stelle mir den notwendigen Lerninhalt, damit Lernende die Informationen zur Beantwortung, zur richtigen Beantwortung der Fragen haben. Jetzt ist er natürlich sehr eng dran, ne? Klar. Jamie Lohmann, damit lernen die einfach zu richtigen Beantwortung Fragen haben. Ne? Dürfen nicht so offensichtlich sein, die Lernenden sollen sich mit dem Stoff
beschäftigen. Es dürfen auch zusätzliche relevante Inhalte jenseits der Fragestellungen einfließen. So. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid dafür zuständig, habt natürlich euren Vortrag gehalten, aber es geht darum, ein Handout zu geben. Ja, und wie ihr wisst alle, wie viel Arbeit es macht, ein Handout zu generieren, ne, zu schreiben, in Rechtschreibung, in Form, in der Anrede. Ja, und jetzt bekommen wir einen relativ umfassenden Text, also noch Informationen dran vorbei. Oh, ich bin jetzt nochmal neu. Ich will natürlich ein bisschen mehr Masse haben, nicht immer nur einen Satz, ne? Das ist mal ganz nett. Ein Satz ist immer in der Regel gut. Kurz und knackig eine Zusammenfassung. Aber wir wollen ja, dass die Leute auch ein bisschen länger sich damit beschäftigen. Also habe ich reingeschrieben, erstelle mir zu allen genannten Punkten umfangreiche Texte, die aus mehreren Absätzen bestehen. Ja, und jetzt kriegen wir tatsächlich etwas mehr Prosa in den Raum. Und es ist nicht ganz so kurz. Und dann eignet sich das schon sehr, sehr gut für ja, ein Handout. Und wenn man das zur Verfügung gibt, diesen Inhalt, dann kann man natürlich auch diese Fragen beantworten. Und wer es weiß, wer mit Moodle oder anderen Lernplattformen arbeitet, der weiß ja, da gibt es auch die Möglichkeit, mehr Fragen zu hinterlegen und sie dann per Zufallsgenerator aus einem Fragenpool eine entsprechende Anzahl Fragen auswählen zu lassen. Und so könnte man jetzt für alle diese Punkte sich Fragen generieren lassen mit jeweils mehreren Antwortmöglichkeiten. Und guckt euch das mal an, also wie umfangreich das jetzt tatsächlich, ne, geworden ist. Und ja, und schon habt ihr ein wunderbares Handout. Auch in mehreren Sprachen, Englisch, Italienisch, Französisch, ohne Probleme. Probiert es mal aus mit Polnisch oder Türkisch. Ja, kann ja auch hilfreich sein, je nachdem, in welcher Region ihr unterwegs seid. Jetzt haben wir gemerkt, da sind wir mal davon ausgegangen, dass das sehr erfahrene Teilnehmende sind. Ich mache das Ganze jetzt mal extra mit einem Single-Choice-Frage zum Thema HIT für Teilnehmende an einem Anfänger-Seniorenkurs. Die einen Antworten hatte ich mir schon in ein Word-Dokument rüber kopiert, gell? Ja, war das. Und dann beginnt man da erstmal damit. Was bedeutet die Abkürzung HIT? Erstmal nur, wird es richtig geschrieben? Ja, hat es eine richtige Bedeutung? Dann etwas niedriger auch, ne? Welcher der folgenden Aspekte ist ein Hauptvorteil von HIT? Kann leicht in unterschiedliche Fitnesslevel angepasst werden. Wie oft sollte HIT für Anfänger, Senioren idealerweise durchgeführt werden? Einmal pro Woche, weil es sonst zu intensiv. Frage 4, welche der folgenden Aussagen trifft auf die Dauer einer typischen HIT-Einheit für Senioren zu?
30 Minuten. So, und jetzt machen wir das Gleiche. Da hätte ich das Gleiche machen sollen. Erstelle mir ein umfangreiches Handout zum Thema Hit, zum Selbststudium durch Senioren auf Anfängerniveau. Ja, und so bekommen wir wieder als Einstiegshilfe gedacht, ne? Klar, also ein bisschen was selber soll man immer machen. Das kann ich schreiben unter einer umfangreichen Handout verstehe ich, dass zu jedem Listenpunkt ein Text von mindestens 3 Absätzen erscheint. Bin mal gespannt. Ja, meistens ist es so, wenn mehr Worte zur Verfügung stehen, also es gibt immer unterschiedliche Menschen. Die einen wollen einen kurzen, knackigen Satz, die anderen wollen ein bisschen mehr Prosa. Ja, so kann ich also eine Seite machen mit einer Übersicht, sehr knackig, und dahinter, für die, die mehr lesen wollen, also einen längeren Text. Ja, jetzt haben wir ein bisschen längeren Text, wo diese Sachen eingefügt sind. Jetzt bin ich natürlich nicht zufrieden. Ja, und sage, ich meinte mit Listenpunkten zum Beispiel muss ich noch mitnehmen. Sehen das immer so Learning by Doing, ne? Listenpunkten. Ja. Und jetzt bekommen wir tatsächlich zu jedem Listenpunkt einen, ja, doch umfangreicheren Text. Und so kann man das durchgehen. Gedanken lesen das in dieser Form für alle Listenpunkte ja, jetzt gucken wir mal, ob er das auch noch versteht. Ja, KI ist ja irgendwie, man denkt immer intelligent, ja, aber wie gesagt, Gedanken lesen kann weder KI noch wir, aber es sieht so aus, als ob er das ganz gut macht. Vorteil von Hit von für Senioren. Ja, ich bekomme jetzt also nicht mehr nur so
kurze Sachen, sondern tatsächlich umfangreichere Punkte und auch nicht jetzt sozusagen eine Seite, sondern zu jedem Punkt. So, jetzt haben wir also das da. Vorteile für Senioren und dann klappt es auch. Also ihr merkt, man kann damit ein bisschen spielen. Wir müssen vielleicht auch noch mal ein bisschen schauen. Manchmal gibt es ja solche Schrauben, die man im Hintergrund drehen kann, wo wir auch immer noch mal gucken müssen, wie ist es. Ne? Dafür wünschen wir uns ja, und da schreiben wir auch oben drüber immer, wir sind ja noch für euch da und wir freuen uns immer wieder über euer Feedback an dieser Stelle. Wenn ihr das nutzt, seid ihr zufrieden, seid ihr nicht zufrieden, kannst dich mit unseren Expertinnen und Experten besprechen, um da die entsprechenden, ja, uns auch eine Rückmeldung zu geben, ob dir die Ergebnisse gut gefallen haben, ob das zeitlich gut war, ob deine Zielgruppe, wenn sie denn die Texte gelesen hat, damit ebenfalls einverstanden war. Ich wollte jetzt ganz zum Schluss noch ein Beispiel nehmen, also im Prinzip ganz anders, ne? Erstelle mir 5 Single-Choice-Fragen zum Thema HIT für BGM-Verantwortliche. Damit da hier jetzt nicht irgendwie abgelenkt wird, könnte ich kann das drin stehen lassen, aber ich lösche es mal und setze es neu rein. Ja, also eine Schulung und Fortbildung für BGM-Verantwortliche dienen. Auf 4, C, B, A. Ah, hier ist es auf jeden Fall häufiger A, weil es ja meistens heißt, die richtige Antwort ist B, aber B ist auch zweimal da. Ja. Und hier haben wir einen Rechtschreibfehler, angepasst an individuelle Fitnesslevel. Schreib mal rein, achte bei deinen Antworten auf die korrekte Rechtschreibung. Genau, zukünftig, ne? Okay. So haben wir also für verschiedene Zielgruppen, entweder Niveaus, vom Alter her, wie wir gesehen haben, sagen wir für 10-Jährige, in einer anderen Sprache, die Möglichkeit mit der KI, Themen zu bearbeiten. Das jetzt hier sozusagen am Beispiel HIT, aber wir hätten auch jedes andere Beispiel nehmen können, sei es Ringen, sei es BMX-Fahren, sei es Kanu, Wildwasser oder so Distanz-Kanu-Fahren, ja, Rennkanu-Fahren. Also alle Sachen sind möglich. Fußball, Mannschaftssportarten und, und. Probiert es einfach mal aus. Ich beende jetzt hier gerade mal die Freigabe an dieser Stelle. Probiert das einfach mal aus, den Kursgenerator in diese Richtung zu benutzen. Ich bin überzeugt, er wird eure Arbeit im Sportverein, Sportverband oder überall da, wo ihr mit Außenfortbildung oder Weiterbildung zu tun habt, revolutionieren. Denn ihr kriegt sehr schnell Anregungen, könnt sagen, ich hätte gerne noch, haben wir gesehen, noch, die Fragen waren zu schwer. Hätte natürlich auch sagen können, die Fragen waren, andersrum, die Fragen waren zu leicht. Hätte auch sagen können, die Fragen waren zu schwer, ich brauche ein paar leichtere. Ich hätte gerne noch 5 Fragen mehr und, und. Das Ding ist sehr geduldig, antwortet euch sehr korrekt. Und sollte euch mal was auffallen, wo ihr denkt, das ist nicht so gut, sagt uns Bescheid und genauso freuen wir uns darüber, wenn ihr uns mitteilt, das Ding war super und hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Ja, an dieser Stelle kann ich jetzt sagen, Schluss für heute. Morgen gibt es ebenfalls Bildungswerk live. Ich meine, um 9 Uhr könnte das da schon starten. Ich schaue mal gerade rein. Ich meine, dass morgen am Start ist die Frischluftfreunde mit der Nummer 9. Es geht um Klettersteige und die Frischluftfreunde Nummer 9, die Ausgabe, trifft sich hier um 9 Uhr morgen früh.
und hat, glaube ich, auch rheinland-pfälzische Klettersteige mit dabei. Einen gibt es an der Mosel und bestimmt welche im Pfälzerwald. Schaltet ein, ich freue mich drauf und wir sehen uns wieder hier oder im echten Leben. Tschüss, euer Marco.